Diesmal stehen wir nicht am Abgrund, wir stehen an einer Brücke und gehen jetzt darüber. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rona. HF-Klinge. Breitschwert. Mist, hätten hinrichten können. Das ist wieder Mutterplatz, wobei der ist ganz schön klein hier. Zum Kämpfen, vielleicht müssen wir erst wohin fahren. Kein Punkt. Note B, Rang B. Wege des Terrors, das ist dann die letzte Ecke. Hunderte toter Maschinen, tausende beinahe toter Menschen, Dutzende tödlicher Fallen. Ein Geist in zwei Körpern regiert hier. Ein Geist in zwei Körpern. Sie bei sich und sie auch bei uns. Jetzt wieder die Gänsehautmusik vom Anfang, ja. Okay. Jetzt sind wir noch tiefer drin. Halte ein Auge auf das Signal deines Bruders, aber sei vorsichtig. Alles hier will uns dort sehen. Das ist die Gänsehautmusik, ja. Die passt hier, wie ich finde, super rein. Also gerade in diesen speziellen Abschnitt. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? Ich kann einen Tab drücken, wie ich will, da kommt nichts. Der HOST. Bitte. Töte mich. Das Gesicht. Vielleicht eine Hostin? Hostin? Die arme Seele hat es irgendwie aus einem Engel geschafft. Ich schätze, sobald sie verbunden sind, verschweißen sich ihre Gehirne und schmelzen. Und sie verlieren, wer sie sind. Hoffentlich ist dein Bruder in einem besseren Zustand. Jetzt kommt die mit Kartenspielaugen an. Finden wir ihn. Na, da ist ein Engel. Engel ist auch verrückt. Good Heaven. SC1 Hellfire, die kennen wir schon. Da gibt es keinen neuen Eintrag. Boah. Ein leerer HOST. Ich will deine Seele. Der Helm. Ist das noch der Helm frisch aus dem Engel? Leere HOSTs. Benutzt für Virtualität, Unterhaltung. Um Wille und Persönlichkeit gebracht. Marionetten zum Kämpfen gezwungen. Das sind leere Virtualitäts-Hosts. Leere menschliche Hüllen. Wenn Hosts zu viele Simulationen durchmachen, hält das Gehirn es irgendwann nicht mehr aus. Es wird überladen und sie verlieren sich selbst. Sehen jetzt aber nicht stark aus. Mal gucken, ob der Schein trügt. Naja. Ist halt nicht viel Metall dran. Ist eher so Frischfleisch. Boah, schaut mal hier. Oh. Ich hab mir gerade den Haufen hier angeguckt. Da scheinen unendlich welche nachzukommen. Ich geh mal weiter. Ich habe ganz schön viel Gesundheit verloren für dieses Frischfleisch. Ich sollte vielleicht einfach weiter. Au. Da krabbeln sie aus dem Haufen raus. Moment. Achso, hier müssen wir auch hin.
Diesmal ohne Anhang, ohne Fähnchen im Wind. Diesmal auch von hinten anguckend. Nicht mehr so von oben, rechts nach unten links. Wir hätten die ganzen Seelen jetzt oder die Überbleibsel auch beseitigen können, aber ob es das so gebracht hätte und einfach an, denke ich mal, wären wir endlich nachgekommen. Ist das ja auch nichts anderes als einfach ein Zug. Ziemlich eingeschränkt in der Fortbewegung, kann zwar sehr schnell sein, also die Dinger hier sind sehr schnell, aber du brauchst halt eine bestehende Verbindung, Gleise. Kannst nicht einfach sagen, mit der Geschwindigkeit fahre ich jetzt mal hier, oh, zickzack. Da muss auch vorher schon die Schiene dafür stehen. Hey, Kacke, ich sterbe noch an denen. Größerer Bereich, ich brauche Gesundheit. Ist ja irgendwie noch was. Gesundheit, sehr schön. Coole Musik. Landungsschiff. Bei den Gegnern tue ich mich einfacher als bei den Frischfleischviechern. Vielleicht sind wir aber. Frisch. Fleisch. Ach, das Landungsschiff ist bloß vorbeigeflogen. Okay. Wie der flattert. Ein gelber. Gleich weg, ey. Arme Sau. Na, oh, das war ein schlechter, war ich wieder überzeugt, dass der schon hin ist. Landet das jetzt wirklich? Ja, das landet wirklich. Nein, ich wollte es gerade zu dem Gelb umkreisen. Es schadet dir nicht, eine Granate einzusetzen. Habe ich auch gerade gemacht. Außer so ist ihm mal gefolgt. Oh, explodiert Hans. Ah, noch einer. Die, die sich teleportieren, dashen können, die explodieren nicht so Selbstmord-Attentäter-mäßig. Diese Musik. Das war jetzt gleich. Und ich hau noch eine zweite. Boah, hinterher. Ah, diese Musik. Oh, an dem Fass ist aber nicht gut. Schiff. Ich seh nix, du blödes Schiff. Schiff ist schuld, nur das Schiff. Ganzen Explodierhanseln wieder. Dann hätte ich was Gelbes machen können, aber egal. Wir haben es überlebt. Diese, na, Musik. Gelb. Hey, du bist doch betäubt. Musst du sogar sein, wieder verpasst hinzurichten. Ja, der Rumwuseln. Das Landungsschiff hatten wir noch nicht, das ist ein zweites. Hm.
halt ganz schön gut. Sind halt nicht. Boah, das sieht ja cool aus. Aber macht gefühlt nichts. Hm, jetzt bin ich deswegen vielleicht gestorben. Hat schon nicht viel Energie und dann sowas. Wieder von ganz vorne. Oh Mann, ich stelle mich jetzt an. Na. Wir müssen bis zu einem gewissen Grad an uns ran, ansonsten rennt ihr uns weiter hinterher. Da oben ist ein Hans, der explodieren will. Boah, das wird mir gerade zu warm. Ah, der will explodieren. Mach dein Energieschild aus, du Lump. Mehr Hinrichtung, mehr Karma. Ich mir gerade irgendwie, dass es wie bei Rise, Son of Rome, die Möglichkeit gibt zu entscheiden, wenn ich jemanden umbringe, was soll es geben? Karma, Gesundheit, Strom? Das wäre schon irgendwie cool. Oh, wo kommt er denn her? Haben wir doch gerade gar nicht. Naja. Ich sag nicht nein zum Hinrichten. Ah, Mist, da oben. Gesundheit, komm. Ah, ist nur einer. Gott sei Dank, keiner, der explodiert. Geschafft? Geschafft. War jetzt aber auch nicht so schwer. Oh, bloß eh, ja, kann ich verstehen, war nicht so gut. Ist der Bruder in Wahrheit sie? Sie ist in der Kapsel gefangen, weil irgendwie sieht der Bruder aus wie ein Mädchen. Das ist dann der Twist an der ganzen Geschichte. Wir retten nicht. Oder sie ist unser Bruder. Ja. Klingt aber irgendwie interessant. Also wir müssen den dann genau treffen. Es sieht cool aus, wie die Waffe sich so bündelt, sage ich mal, vorbereitet auf den gebundenen Schuss. Aber ich tausche die jetzt aus. Sturm. Hm. Lanze hätte ich gerne wieder. Die ist doch neu, oder? Ja. Da muss ich auch was aufladen. Der halt nicht. Gucken, was für eine Waffe bei rumkommt. Womöglich nehme ich sie, weil sie einfach lila ist. Schallwaffe. Okay, komm. Muss ich zwar erst aufladen, aber ist ja meine Mitlieblingsaufladungswaffe. Der Lenz ist ja auch cool. Ah, die nächste coole Musik. Oh, oh. Ich guck nebenbei nach Kisten. Oh. Ein Engel, der Blut kotzt. Mit Fleischstückchen. Finden und erledigen. Wo ist denn jetzt der Weg aufgegangen? Rechts. Muss weiter unten sein. Nee. Oh, kaputter Engel. Engel, sie verkörpern alles, was mit dem System nicht stimmt. Sie saugen, lehren aus das letzte Leben raus. Wenn sie damit fertig sind, spucken sie sie einfach aus. Haben wir gerade gesehen. Ach, das hätten wir uns vorher angucken müssen. Das ist übrigens eine Kiste. Jetzt sind wir wirklich an den gestorben, ey. Was? Nein! Okay. Oh, ich dachte den ganzen Kampf nochmal.
Was wär's gewesen? Ja, bloß die Kiste. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Das gucken wir uns einfach nochmal an, damit wir es angeguckt haben. Falls es von Bedeutung ist, dass man sich das angeguckt hat. Wollte mal Licht machen. Das sieht übel aus. Eine Maschine, die hier Fleisch und Blut spuckt. Boah. Interessant, dass die halt keinen Energieanzeiger haben. Wir sind gleich wieder im Eimer. Ach, da bei dem großen Kampfareal, jetzt habe ich es mitbekommen. Wie, ihr behört, das geht doch gar nicht. Wieso liegen ja eigentlich noch Waffen? Oh, oh, oh. Ah, ist die, okay. Kein Schredder da. Ich gehe weiter. Wir haben die ja immer noch. Der Schredder wurde sich irgendwie. Der wurde irgendwie nicht gemerkt. Was war das? Das war, glaube ich, was Nettes. Eine Münze, okay. Leicht abgebogen, Münze mitgenommen. Gut. Ach, da kommt er an. Vielleicht wäre es trotzdem besser zu sterben, weil wir gleich tot sind. Können die bitte mal Gesundheit ausspucken? Oh, hier ist ein Haufen Engel, sehe ich gerade. Ah, so diese Holy Moly Musik. Holy Moly, Holy Moly. Jetzt Holy Moly, Holy Moly. Okay. So, hier war der Engel angeguckt. So. Die Kiste war weiter oben. Was, Kiste? Wo bist du? Schon offen. Okay. Das wurde sich gemerkt. Interessant. Schon. Dann nehme ich jetzt die mit. Wurde sich die Münze gemerkt? Mal gucken. Ja. So, hier oben ist ein Engel. Ist der jetzt durch die Explosion gestorben? Ich habe eigentlich den gelben Kreis genutzt. Karma, weil, Punkt, weil ich will das mit der Waffengeschichte, mit dem Waffeneinsatz noch beenden und sowieso kann Gesundheit nicht schaden. Nicht einfach gerade nicht ran, komme ich den nicht günstiger. Boah, das sieht übel aus. Kleinen machen mehr Ärger als die Großen, ey. Boah, was hier rumfliegt. Das steht nicht mehr, da kommt gerade was raus. Jetzt ist es nach links offen, ne? Bei dem großen Platz, so wie es scheint. Au. Das hätte böse enden können. Haben wir jetzt eigentlich mal 2 Punkte, okay. Wir brauchen aber 3. Geh mal lieber schnell weg. Was ist das Rotes? Das ist noch von dem, Engel das Auge, oder? Na. Na, wobei. Das ist die Schrotflinte, ne?
Hätte gern Gesundheit. Wir sind schon wieder fast am Ende. Ah, dankeschön. Sollte ich aber nicht so viel wieder verlieren. Ist hier noch ein Engel in der Nähe? Nee. Wieder aber rausgekrabbelt kommen. Ah, scheiße. Wieso kommt das Gesundheitsfeld nicht wieder? Mann, wir verlieren Gesundheit. Scheiße. Jetzt kommt's wieder. Wir sind fast tot, ey. Kackdreck. 3 Punkte, sehr schön. Ah, gefällt mir gar nicht, diesen kleinen Dreck hier. Was ist denn das? Die sind doch ekelhaft. Ich habe jetzt die 3 Punkte und das reicht mir jetzt erstmal. Während eines Kampfes zu schießen, stellt Energie wieder her. Her damit. Gesundheit, Energie, voll. Genau das will ich sagen, Leute, hier. Kisten nehme ich noch mit, aber sich klein viel Zeug jetzt. Komm. Waffe. Was sind Kisten? Nee, es war ein Rohr, was leuchtet. Leichen angucken. Bei all diesem Mist vergisst man leicht, dass über uns eine ganze Stadt ist. Leute, die normale Leben haben. Na gut, erledigen wir unseren Kram und verschwinden wir. Karma, Kiste. Komm schnell raus, Karma. Ah, Kapsel. Ach Gott, Leichen. Klar, viele der Hosts kamen freiwillig her. Manche sogar begeistert, doch die meisten von diesen armen Teufeln waren gegen ihren Willen. In den Straßen aufgegabelt, gejagt, verkauft, illegal. Als Kanonenfutter eingesetzt, um die schlafenden Massen zu unterhalten. Ist das ein besseres Schicksal, als dass sie einem die Organe klauen? Interessante Frage. Na, ja, ich gehe weiter. Da war zwar jemand gelb, aber weiter. Karma, komm hinterher. Komm, komm, komm. Auf den Schrank. Nee, komm. Hab eine Waffe. Boah, ich bin ja fast tot. Wie die Fans uns hinterhergekrochen kommen. Oh, das klingt gerade übel. Überfallen die uns gerade? Hört ihr das im Hintergrund? Da ist irgendwo eine Party. Mutters Bauch. Stimmt, das war ja auch noch. Alles ist hier möglich. Wo keine Sonne und kein gnädiger Gott je hinkönnen. Alles ist hier möglich, wo keine Sonne und kein gnädiger Gott je hinkommen. Bist du bereit für die Krankenschwestern? Krankenschwestern? Für die Krankenschwestern? Habe ich dieses Stück Musik schon mal gehört? Kommt mir gerade neu vor. Ah, wieder so ein Käfer, so ein Cyborg. So ein Organhasser. Organisches Lebewesenhasser. Organisches Lebewesen. Ah, nein, nicht schon wieder die blöden Vampire. Na. Kackding, ey. Boah, ist alles so rot hier. Alles voll Gefahr. Kommt noch Strom. Hm, Vampir. Da kommt ein Geschenk an. Und noch leben wir. Vampir. Ah, Kackkäfer. Die überlassen an, Kacke. Hm, oh, direkt hier kommt auch noch ein Papier runter, aber lieber hier direkt neben uns als sonst irgendwo. Kacke, schon wieder fast tot. Und er war zu weit weg für den Schock. Vampir, ich muss da hin. Oh nein, das... Hä? Hatten wir nicht gerade noch mehr Energie? Kombiniere deine Fähigkeiten.
Überlaster ein. Ich habe doch zwischendurch mal Leertaste gedrückt. Oh Mann. So, jetzt habe ich aber leider auch geschockt. Haben wir mehr Gesundheit als Strom? Finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht. Da ist ja noch Gesundheit. Sozusagen ein Überangebot. Mein, du Kackding. Aber der hat noch viel Energie. Wir haben nicht mehr viel Energie und auch nicht mehr viel Gesundheit. Schnell machen, bevor der nächste Vampir kommt. Da kommt er auch schon. Ich hätte gern Gesundheit. Ah. Diese Kackvampire, was soll denn das? Diese blöde Mutter hat die doch geschickt. Klar, wer sonst? Hä, wir hatten doch gerade erst einen. Fies. Das war nix. Hat aber schon wieder gut Energie abgezogen bekommen. Aber auch. So, nächsten Vampir abwarten. Wo ist er? Hä? Kommt er gerade nicht runter? Doch, da. Hm. Sehr gut. Ich meine, so befestigen. Aber so befehligend klang es jetzt nicht. Auch wenn der gerade seinen flächendeckenden Angriff macht, rein da wegen des Kackvampirs. Ah, wo ist denn hin? Scheiße. Da ist Gesundheit. Hm, leider nicht geschockt. Leider fast tot. Ah, jetzt kommt er gleich wieder an. Hä, wir hatten noch gerade erst einen. Das ist fies. Oh, ist Gesundheit. Oh, nee. Das war unser Freund, aber hier ist auch was wieder. Nicht kaputt und er macht sein Flächendecken dann diese Kackvampire. Das war Murks. Ich hänge an ihm. Hm, Gesundheit könnte besser sein. Ich habe Überlast noch an. Geh mit kaputt. Oh Gott. Ich hänge. Oh, oh, oh. Nein, er war nicht in Reichweite. Ich wollte ihn jetzt schocken, damit ich mich um den Vampir kümmern kann und dann um ihn. Nicht gut. Und das war zu früh. Okay, frustrierend ist es bisher beileibe nicht, aber könnte auch angenehmer sein. Schock hat wieder nichts gebracht. Ich bin da immer einen Hauch zu weit weg. Hat Überlast noch an. Was ist das denn? Oh Mann, jetzt habe ich einen Kackflammenwerfer. Vampir. Warum habe ich jetzt die Waffe wieder gewechselt? Es klappt gerade nicht so, wie es sollte. Einige Waffen sind auf kurze Distanz besser. Schrifflinder eigentlich zum Beispiel. So, jetzt kommt immer gleich ein Vampir an. Ja, jetzt ist der unten, oder? Oh, blödes Ding. So, richtig nah ran. Jetzt klopfe ich mal. Überlast aus, Vampir da, Typ hinter uns, dazwischen am besten stellen. Ah, damit ist eine Kackwaffe, ich gehe lieber weg. Ich glaube, irgendwo ist ein Vampir, kann das sein, ja. Entzieht er nur Strom, keine Gesundheit und Strom bekommen wir durch die auch wieder. Ja, viel Gesundheit haben wir, Strom haben wir nicht mehr. Wenn der Strom erst einmal alle ist, ist es auch blöd. Dann können wir nicht mehr so gut zuhauen.
Nein. Oh Mann. Was ist das? Das ist, glaube ich, Xar. Ah, ich habe gerade die Waffe gewechselt. Mist. Puh. Der wirkt gar nicht so schwer, aber wenn man einmal rauskommt, zum Beispiel keinen Strom mehr hat, dann wird es echt ekelhaft. Hm? Ich meinte, der war noch geschockt. Puskum. Der Schock war jetzt Quatsch. Da ist der Vampir. Jetzt war wieder. Nee, gerade noch drin. Wow, das war knapp. Ja, so Überlast kann auch ganz gut zum Abhauen sein. Oh, nicht schon wieder. Wenn die Vampire nicht wären, wäre das bedeutend angenehmer, aber das soll wohl so sein. Was ist das? Schon wieder fast tot. Das ist noch nicht die Mutter, ne? Geh mal weg, ich hab grad nicht viel Gesundheit. Überlast aus. Da ist Strom? Nee, da ist er. Ja, kommt gleich Strom raus. Keine Gesundheit gebrauchen. Jetzt kommt gleich der nächste Vampir. Oh, er saust. Also. Ich hätte gern Gesundheitsvorratsabwurfsgerät. Geschenkeabwurf. Ey, der hat Sternchen und Haut und was mit ihm nicht ganz richtig. Der hat sogar jetzt noch in unserer Sterbeanimation Sternchen gehabt. Vielleicht sollte ich generell was Abstand lassen, wenn ich auf den einhau. Auch mit Schusswaffen. Au. Huhuhu. Ist das? Ja, ist ein Vampir. Boah, da habe ich jetzt lange überlegt. Nein, der hat doch Sternchen. Oder ist der schon gesprungen, hat uns erwischt und hat erst während des Sprungs Sternchen bekommen und konnte auf uns landen? Oh Mann. Hallo, du hast Sternchen, der rennt weiter, ich glaube, sagt. Jetzt sogar weitergelaufen. So eindeutiger geht's ja kaum. Oh nö, nicht die Waffe. Mann, wieso bekomme ich immer Kackwaffen? Kann ich nicht sagen, eine Waffenart muss auf jeden Fall gesperrt werden? Das wäre schön. Oh, der Start war schlecht. Ich nehme ja gerne Waffen auf, aber wenn es halt Kackwaffen sind, ärgere ich mich dann darüber. Das war Mist. Sterben war vielleicht nicht verkehrt. Nach dem Start schon. So, Vampir suchen. Da ist er. Der ist ja hinter uns, der Arsch. Nächster Vampir wird gleich kommen. Genau. Ich belasse es jetzt bei unserem Ruiner. Eiswaffe. Ah, die halten leider ganz schön viel aus, die blöden Vampire. Wenn ich nur mit dem Runer arbeite und auf Distanz gehen will, ist es nicht gut, dann muss ich doch wechseln.
Na, sieht vom Moment gar nicht so schlecht aus, aber gleich wird wieder verkackt. Achtung! Jetzt warte ich erst mit dem nächsten Vampir ab. Da ist er schon. Dieser Kackstrom ist hier. Komm, 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 das wird jetzt nicht reichen. Das reicht. Geil. Nein. Nicht, dass der uns jetzt noch umbringt. Nee, ist ja bloß Stromentzieher. Hinrichten. Umstoßen. Puh. Fähigkeitspunkt. Streng dich mehr an. Bitte. 2 Punkte. Wo jetzt investieren? Hab gar keinen Plan. In was Passives? Bremst die Zeit für schnelle Reflex und Wahrnehmung an- und ausschalten mit F. Starker Angriff hatten wir mal. Abwurf, nee. Da muss ich ja dastehen und noch eine Waffe auswählen oder ist währenddessen die Zeit angehalten? Geistbrecher, lass deinen Gegner für dich kämpfen. Ah, das jetzt anfangen, das dauert, bis wir das richtig stark machen. Ich würde gerne irgendwas Passives haben, aber davon haben wir praktisch nichts mehr. Ich glaube, ich mache das mit der Zeit, weil das kostet Strom. Während eines Kampfes zu schießen, stellt Energie wieder her. Wie das wohl ohne gewesen wäre? Puh. Reflexbooster. Aktivieren kostet 2 und das war's dann schon. Bremst die Zeit für schnellere Reflexe und Wahrnehmung. Also Zeitlupenmodus. Habe ich im Grunde schon mit dem Multidash, wobei da muss ich dann mir ein Ziel aussuchen. So könnten wir wirklich bloß die Zeit verlangsamen. Schon in so vielen Spielen gesehen? Ich mach's mal gucken, ob ich's einsetze. Ich meine, was großartig anderes bleibt mir jetzt eh nicht übrig. Ja, viele Waffen gab es hier nicht, außer die abgeworfen wurden. Die nehme ich mit. Dann stecken wir die noch rein. Gucken nochmal nach Kisten, aber die hätte ich ja schon im Kampf aufnehmen können. Da ist jetzt, glaube ich, nichts mehr übrig. Nee. Hier ist so ziemlich hell, aber das ist noch der Gegner von gerade eben. Hier ist... Oh, Kiste. War die im Kampf schon mitnehmbar? Muss ich mal in die fertige Folge gucken. Aber gut, ich würde mal sagen, bevor wir hier das nächste größere anfangen, die Folge ist ja schon ziemlich fortgeschritten, machen wir hier dann einfach frisch in der nächsten Folge weiter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.